Oh, hallo und willkommen zu einem Stadion-Vlog. Unser geliebter FC Karlsruhe, ne? Momentan leicht in der Krise. Tabellenplatz 8 oder so. Nicht unbedingt unser Niveau eigentlich. Spielt gegen Lok Leipzig. So ein bisschen die Feinde, nenne ich es, ne? Eli hole ich jetzt ab und dann sind wir im Stadion. Man muss ehrlich sagen, guckt euch mal die Videos an, Krawalle gegen Cottbus, Jena, Cottbus, und ich hoffe, die kontrollieren ein bisschen besser, dass nicht wieder sowas Schlimmes passiert. Und dann filme ich weiter, wenn Elias da ist. So, jetzt geht's ab zum Stadion. Abgesehen von uns haben wir bisher, hallo, haben wir bisher noch gar keinen Dings gesehen. Kennst du die? Haben wir bisher gar keine Jena-Fans gesehen. Und ich bin ja mal gespannt, unsere Ultras scheinen ja ein bisschen stinkig zu sein. Wegen der härteren Stadionkontrollen. Hast du gehört? Ja, ja. Weißt du, aber ehrlich, ich habe auch keinen Bock, dass nochmal sowas passiert wie gegen Cottbus. Aber weißt du, es sollten. Meine Oma hat gesagt, es sollen 600 Auswärtsfans kommen. Na, das kann gar nicht sein, die passen ja gar nicht alle da rein. Ja, hab ich auch gesagt. Das ist ja fast so viel. Auf jeden Fall, FCK Cessina und Stadtzentrum Bus auch verpasst, stabil. FCK Cessina momentan kleine Krise, gegen Chemnitz 4-0 verloren. Okay. Letzte Woche zwar gegen Babelsberg 1-0 gewonnen, aber ich glaube nicht, dass das Ziel ist, gegen Babelsberg 1-0 und gegen Chemnitz 4-0 zu verlieren. Also da müssen wir auf jeden Fall heute gegen Lok, ist auch ein Zeichen zu setzen im Derby. Gut, und dann filmen wir im Stadion mal weiter oder in der Bahn oder so, aber... Ja. Hey, Elias. So, wir müssen jetzt hier überall schon Polizei fahren, aus so einem riesen Polizeibus. Wir müssen jetzt hier außen rumlatschen, weil die Lok-Fans da hinten unseren eigentlichen Weg blockieren. Wir jetzt nicht langkommen, deswegen müssen wir jetzt ganz außen rum. Juhu. Und es geht noch weiter rum. Wir hatten gerade echt Paranoia, weil wir da drüben gelaufen sind. Lauter Cottbus, Lok Leipzig-Fans von der anderen Seite kamen. Die nehmen einfach unser Stadion ein. So, und dann haben die uns aber jetzt hier gecallt, die Polizisten da vorne, dass die Jena-Fans hier lang gehen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt hier, hier und ganz da außen rum, um in unser Stadion zu kommen. Alter, das ist wirklich krank. Gut, ja. Langsam bekommen wir ein bisschen Stadion-Feeling hier, die, oder? Da vorne stehen irgendwie, glaube ich, so wie es aussieht, die Südkurve. Ach, die machen wahrscheinlich vor dem Stadion, weil sie im Stadion nicht machen können. Boah, ist schon mies geil, ne? Hier steht die ganze Südkurve. Eli, hast du schon Bock? Das ist mies geil. Also sehr schade für die Stimmung, aber wie wir schon ein bisschen erwartet haben, sind keine Ultras da, weil die ja demonstrieren gegen die schärferen Stadionkontrollen. Und deswegen sind die heute nicht da. Das ist natürlich sehr schade für die Stimmung, weil die machen eigentlich immer nicht gut Stimmung, aber nächstes Mal vielleicht. Aber vor dem Stadion waren sie, also weiß ich auch nicht. Ist eigentlich stabil voll. Ist aber eigentlich immer relativ voll. Unsere Ultras sind nicht da und die werden auch nicht kommen, denke ich. Natürlich, es ist die Aufstellung unseres FCKs als Jena. Und der Nummer 12 steht im Tor, Alexios Diels. Und der 3 steht Gibson. Und der Nummer 5 vom Spielführer ist Bastian Schmieze. Mit der 7er, Pascal Berger. Unser Abstieg, Lukas Limmen. Wir wollen Jena, siegen. Oh, wie gern.
Also die stärkeren Kampfweiner hoffen, dass die es nicht gemacht, die andere auch trotzdem wieder. Das
hinein. Und kämpfen bis zum Schluss. Keine Ahnung. Das ist im Gegenzug Tor für Lok. Zu Gier, der FCC. Jawohl. Oh, Digga, ich sterbe. Junge. Gewitter zieht auf. Ja. Hinten. Bei den Lockfelds. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind keine Ahnung. Das sind jetzt die richtigen Hooligans. Ja, ich kann mir eh noch 2 holen oder so. Haha. Wie viel? Kannst du mir die 2 Euro schenken? Super, super. Jawohl. Ganz großes Kino. Ganz groß.
Ich habe es nicht mal gesehen. Und dann wäre faul und dann bum bum. Schießt kein Tor. Ich gebe ihn. Flanke. Ach du Scheiße. Was war das denn? Bring ihn rüber. Jetzt wird aus. Sag ich dir jetzt. Ich mach jetzt Julius. Walla, nein. Leg rüber. Boah. Ganz ehrlich, Junge. Hey, Junge! So langsam mal gelb. Hast du gelb? Thank you.
glaube, er wollte ihn aber geschult haben. Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, du wirst krank. Kann auf 10% ranzoomen. Das Ganze. Das 10%, das 10%, nicht auf 10%. Komm mal rein, Schuhe. Oh, es ist dunkel geworden im Stand. Guck mal, es ist dunkel geworden. Oh, es ist jetzt hell geworden. Verdienter Sieg und damit verabschieden wir uns. Ciao.